Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video soll es mal wieder um den Eisberg gehen, der ja in Fortnite gefunden wurde. Und bislang war es ja nur ein Gerücht in Anführungszeichen. Man hat es zwar schon sehen können, aber es war noch nicht zu 100% bestätigt. Und Leute, ich habe den absoluten Beweis gefunden, dass es auch wirklich zu 100% ein Eisberg sein wird, der in Fortnite erscheinen wird und die Season 7 eine, also sozusagen mit dem Schnee und Eis und keine Ahnung, so eine Sachen zu tun haben wird. Und mehr dazu kommt natürlich gleich. Auf jeden Fall, ich zeige euch diese ganzen Sachen selbstverständlich, woher ich das habe und wie ich darauf komme. Ansonsten Leute, mehr als 60% sind noch keine Abonnenten, die kriegen meine Videos zwar vorgeschlagen, schauen auch meine Videos, aber haben noch nicht abonniert, deswegen gönnt doch einfach mal, es ist komplett kostenlos und lasst ein Abo da, natürlich auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Dann lasst auch nochmal gerne eine positive Wertung da und natürlich nochmal auf Instagram nachschauen, Tactics Gaming und Schrebs.t ist auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Ich habe nämlich noch ein Gewinnspiel am Start und das möchte ich jetzt nochmal in Kürze auflesen. Deswegen wollte ich nochmal kurz darauf aufmerksam machen, aber da würde ich jetzt einfach mal sagen, fangen wir direkt mit dem Video an. Ja Leute, nachdem ich das Intro so durchgehasselt habe, so schnell wie möglich und wirklich im Double Time geredet habe, mache ich das Ganze jetzt mal ein bisschen ruhiger und ich möchte mal darauf eingehen, wie ich darauf komme, dass der Eisberg in Fortnite zu 100% bestätigt wurde und das sozusagen ein Thema sein wird in der Season 7 oder vielleicht sogar das Hauptthema, denn ihr wisst ja, die Season 7 wird hauptsächlich im Winter spielen, sozusagen in der richtigen Jahreszeit, Dezember, Januar und Februar sogar noch, und das ist ja eigentlich 100%, also das ist nur Winter, ihr wisst es selber, da scheint kaum Sonne, es ist kalt, Schnee, dies, das, und Weihnachten steht ja auch kurz vor der Tür und nächste Woche kommt ja schon das neue Update mit der Season 7 und da soll es wirklich schneien. Ja, Fortnite soll wirklich weiß werden und das wissen ja wahrscheinlich schon jeder, weiß schon jeder von euch, und Leute, darum soll es in diesem Video gehen. Ja, einige YouTuber haben es ja schon geschafft, zu diesem Eisberg zu kommen, zumindest zu dieser Wolke, die auf uns zukommt, auf Fortnite zukommt, wenn man in Richtung Süden guckt, von ja, ich glaube, das war Risky Reels, wenn ich mich nicht, nee, da unten, Lucky Landing, genau, Lucky Landing war das. Und wenn man Richtung Süden schaut, sieht man eine Wolke, die immer näher kommt. Von Tag zu Tag wird sie immer größer und immer größer. Und ich glaube, wenn der, wenn die Season 7 anbricht, dann wird das Ganze richtig groß und kommt dann auf uns zu. Aber einige Leaks haben nämlich herausgefunden, dass ein Mitarbeiter von Epic Games, und es ist nicht irgendein Mitarbeiter, und zwar ist es der weltweite, also Worldwide Creative Director of Epic Games, also der Kreativdirektor, also eine sehr, sehr, sehr hohe Position. Er ist zum Beispiel verantwortlich für das allgemeine Spiel, für Sphinx, Battlebreakers, Robo Recall, Infinity Blade, Shadow Complex und so weitere Sachen. Ja, das meiste kenne ich zwar nicht, aber es sind schon relativ große Sachen, wenn ihr danach mal googelt. Und dieser Donald Mustard ist auch auf jeden Fall bei Epic Games vertreten und er hat an seinem Standort auf Twitter, was ich euch jetzt mal einblende, steht nämlich die Iceberg. Und Iceberg, wisst ihr selber Leute, ob es jetzt Englisch geschrieben ist oder Deutsch, ihr versteht es alle. Und das ist der Iceberg in Fortnite, denn diesen Ort gibt es eigentlich nicht. Und niemals wohnt er auf einem Eisberg. Damit ist natürlich die Anspielung auf den Eisberg in Fortnite gemeint. Das hat Epic Games in der Vergangenheit schon des Öfteren gemacht, auf den Twitter-Accounts, dass sie da etwas in die Biografie reingeschrieben haben, Standort oder sonst irgendwas. Und dadurch haben sie uns immer so kleine Hinweise darauf gegeben, dass in der Season 7 in Fortnite dieser Eisberg erscheinen wird. Ich finde es mega spannend, der Eisberg oder diese Burg auch. Ihr habt sie wahrscheinlich auch schon gesehen. Wenn nicht, blende ich sie euch nochmal in dem Hintergrund ein. Es wurde auch schon eine Burg gefunden und einige YouTuber sind da ja schon hingerutscht, sage ich mal, mit diesen Eisplatten haben sie ihre Füße einfrieren lassen und sind da dann hingerutscht, gab dann die ein oder andere Methode, die habe ich jetzt zwar nicht gemacht, weil ich das nicht möchte, weil es auch nicht erlaubt ist und ich habe keine Lust, dass mein Account gebannt wird. Nichtsdestotrotz haben sie es gemacht und man konnte wirklich diese Burg sehen in der Wiederholung und das finde ich mega, mega spannend. Ja, es ist zwar schade, dass man das schon vorher leaken kann und vorher sehen kann, nichtsdestotrotz finde ich es sehr interessant und ich dachte, diese News muss ich mit euch teilen. Es wurden natürlich auch einige Sounds gefunden von dieser Wolke, die auf uns zukommt, aber diese Sounds wollt ihr euch nicht einblenden und extra dafür ein Video machen, fand ich etwas zu schade, weil es sind wirklich nur Sounds. Man hört so ein bisschen ein kleines Rauschen, mehr ist es nicht. Und deswegen habe ich diese Info einfach mal weggelassen und habe sie euch gestern in dem Video nicht gesagt. Nichtsdestotrotz kommen natürlich weiterhin Videos zu oder Informationsvideos zu diesem Eisberg, wenn sich was Großes tut, aber nicht jeden Tag, um irgendwie Klicks abzustauben, weil ich finde es einfach unnötig. Keiner möchte sich das anschauen. Erst wenn etwas Großes passiert, etwas sehr, sehr Interessantes, dann schaut man sich das an, aber sonst nicht. Ich hoffe, ihr könnt meine Meinung sozusagen vertreten und seid derselben Meinung. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, lasst gerne eine positive Wertung da. Abonnieren natürlich nicht vergessen, noch weiter zu passen und natürlich die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Dann sage ich halt mal ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.